Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute einen kurzen, knackigen Alltagsflow. Er ist vor allem dazu gedacht, dass du ihn zu jeder Tageszeit praktizieren kannst. Das heißt, morgens nach dem Aufstehen, kurz vor Mittagessen oder vor dem Schlafengehen. Und ich werde gar nicht lange drum herum reden, sondern wir starten direkt. Wir starten heute im Stehen. Das heißt, steh einmal auf, wenn du saßt, und stell dich an den Anfang deiner Matte. Die großen Zehen zusammen, die Fersen leicht auseinander, der Blick nach vorne und lass die Schulter nach unten fallen. Schließ die Augen für einen Moment. Nimm dir Zeit, hier wirklich kurz anzukommen. Spür dein Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Vielleicht wankst du so leicht. Und lass die Atmung gleichmäßig werden und versuch die Atmung wirklich bewusst während der ganzen Praxis wahrzunehmen und immer wieder dahin zurückzukommen. Und dann öffne die Augen, wenn du sie geschlossen hast. Atme ein und bring die Hände nach oben. Mach dich lang, einatmen, ausatmen, komm hier in eine ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, steig zurück in deine schiefe Ebene. Einatmen, mach dich lang. Drück die Schultern weg voneinander, drück die Hände in die Matte. Einatmen, ausatmen, Knie, Brust und Kinn zur Matte. Einatmen, roll dich nach vorne in die Cobra, Fußrücken drücken in die Matte. Ausatmen, schieb dich nach hinten. Drück die Hände in die Matte und komm in deinen ersten herabschauenden Hund. Beug hier ein Bein nach dem anderen. Eins und zwei. Atme weiter und gleichmäßig. Sehr gut. Und dann werd hier ruhig in deinem herabschauenden Hund und mit der nächsten Einatmung hebst du das rechte Bein nach oben. Lass die Hüfte geschlossen. Zieh dir das rechte Bein zur Nase und steig mit dem rechten Fuß zwischen die Hände. Der Rücken ist lang, die Ferse drückt nach vorne. Mit der nächsten Einatmung kommst du nach oben in einen High Lunge. Einatmen. Hinteres Bein kann auch leicht gebeugt sein. Rechtes Knie über dem rechten Fußgelenk. Und ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, ausatmen, komm hier in eine Pyramide. Das heißt, setz den hinteren Fuß auf 45 Grad etwa ab. Rechtes Bein gestreckt. Und einatmen, nochmal nach vorne rollen. Ausatmen, nach hinten. Ferse kann hier auch einfach angehoben sein. Einatmen nach vorne. Noch einmal ausatmen nach hinten. Einatmen nach vorne. Sehr gut. Hinterer Fuß geht jetzt auf 90 Grad. Parallel zur kurzen Seite der Matte. Einatmen. Komm in deinen Krieger 2. Rechtes Knie über dem rechten Fußgelenk. Schulter weg von den Ohren. Hinterer Fuß drückt mit der Außenkante in die Matte. Einatmen und ausatmen, nochmal tief sinken lassen. Einatmen, streckt das rechte Bein, hol dir das linke Bein etwas näher heran. Rechte Hand geht nach vorne und du kommst hier in dein Dreieck, Trikonasana. Schieb die rechte Gesäßhälfte unter die linke. Stell dir vor, du würdest an einer Wand stehen und dich möglichst nah an die Wand anschmiegen wollen. Einatmen und ausatmen. Sehr gut. Komm nach oben. Beide Zehen zeigen jetzt nach außen und kommen hier einmal in eine Goddess Pose. Knie auf den Hände auf den Knien, sink hier tief.
Heb die Hände an, streck die Hände von dir weg. Steißbein zieht leicht nach unten vorne. Setz dich tief. Wir halten hier noch für einen Atemzug. Und dann drehen wir auf die rechte Seite, auf die andere Seite, auf die Rückseite der Matte. Steigen mit dem linken Fuß zurück in die schiefe Ebene. Einatmen. Heben die rechte Hand in eine Plank. Hand absetzen, andere Seite. Linke Hand in eine Plank. Einmal tief einatmen. Ausatmen, absetzen. Und dann Knie, Brust und Kinn zur Matte. Roll dich nach vorne in die Cobra. Ausatmen, schieb dich zurück über die Fersen in deinen herabschauenden Hund. Sehr gut. Andere Seite, einatmen, heb das linke Bein an. Ausatmen, zieh dir das linke Knie Richtung Brust. Setz dann den linken Fuß ab. Rechte Ferse drückt von dir weg. Komm nach oben. Atme tief durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Bring jetzt die Fingerspitzen zur Matte und streck mit der Ausatmung das linke Bein, beug dich über das linke Bein nach vorne. Einatmen nach vorne, ausatmen, Gesäß nach hinten, Bein strecken. Noch einmal einatmen. Und ausatmen. Sehr gut. Dann dreh den hinteren Fuß auf 90 Grad parallel zur kurzen Seite der Matte und roll dich nach oben in einen Krieger 2. Linkes Knie über dem linken Fußgelenk, Schultern weg von den Ohren, der Blick nach vorne. Sehr gut. Starkes linkes Bein. Einatmen. Und ausatmen, streck dein linkes Bein, zieh dir den rechten Fuß etwas heran und mit der nächsten Einatmung streckst du den linken Arm so weit nach vorne es geht und kommst in dein Dreieck. Zieh die linke Gesäßhälfte richtig unter die rechte, eine gerade Linie, der Blick nach vorne oder nach oben. Atme durch die Nase weiter ein und aus. Sehr gut. Noch ein tiefer Atemzug. Und dann komm nochmal nach oben. Füße parallel, die Zehen leicht nach innen. Hände an die Hüften, mach dich lang. Ausatmen mit dem Rücken gerade nach vorne in eine Vorbeuge. Du kannst die Füße hier auch noch weiter auseinander laufen. Die Hände auf den Boden bringen und eventuell die Kopfkrone auf dem Boden absetzen. Du kannst hier auch in einen Kopfstand kommen, wenn das in deiner Praxis ist. Ansonsten bleib hier, spür den Stretch. Schieb die Sitzbeinhöcker zusammen und nach oben. Wenn dir der Stretch nicht intensiv genug ist, dann kannst du die Füße leicht nach zusammenlaufen, dann wird es etwas anspruchsvoller. Oder wenn dir das zu viel ist, dann lauf die Füße etwas weiter auseinander oder bring den Oberkörper weiter nach oben. Atme tief durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Sehr gut. Und dann komm wieder nach oben, bring den Oberkörper parallel zum Boden. Lauf die Hände nach vorne und komm hier in eine Plank. Wir kommen jetzt in ein Wild Thing. Dafür schiebst du die Füße erst in eine Plank. Bist jetzt auf der linken Hand. Setzt deinen rechten Fuß hinter dir auf. Ziehst, öffnest nach oben, drückst die Hüfte nach oben und der rechte Arm zieht über den Kopf nach vorne, drückt dich in die linke Hand. Öffne dein Herz, einatmen. Mach dich ganz lang, ausatmen, roll dich zurück, andere Seite, Plank auf der rechten Seite, linke Hand hebt sich.
Hier kannst du bleiben oder linker Fuß hinter dir auf die Matte, öffne dich nach oben, der linke Arm zieht über den Kopf nach vorne in ein Wild Thing auf dieser Seite. Drück die Hüfte wirklich nach oben, öffne dich, atme weiter. Sehr gut. Dann bring deine Hand, linke Hand zur Matte, komm nochmal in deine Plank, einatmen. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn zur Matte. Schlängel dich nach vorne in die Cobra. Und dann streck die Arme nach vorne aus und roll dich von hier aus auf den Rücken. Vielleicht musst du zurück auf die Matte rutschen, so wie ich. Dann lass dein linkes Bein aufgestellt und schick jetzt das rechte Knie über das linke Knie. Vielleicht verhakt sich der rechte Fuß um die linke Wade. Hüfte leicht nach rechts, die Arme neben dir ausgestreckt oder in einem T oder in einem Kaktus. Und dann lass die Knie auf die linke Seite fallen. Der Blick geht nach rechts. Und die Knie liegen etwa auf Hüfthöhe oder auf Höhe des Bauchnabels. Rechte Schulter klebt an der Matte. Wenn du möchtest, kannst du hier die Augen schließen, die Drehung einfach spüren. Atme durch die Nase ein und aus. Lass hier so gut es geht einfach los. Sehr gut, dann einmal auflösen. Wir machen die andere Seite. Linkes Bein kommt über das rechte. Der Fuß, linke Fuß verhakt sich vielleicht um die rechte Wade, das ist optional. Hüfte bringst du etwas nach rechts und rollst dich mit den Knien auf die rechte Seite. Linke Schulter bleibt auf der Matte und der Blick geht nach links. Sehr gut. Spür die Drehung in deiner Wirbelsäule. Atme gleichmäßig tief ein und aus. Und dann komm langsam zurück zur Mitte. Zieh die Knie zur Brust und komm hier nochmal in ein Happy Baby. Zieh dir die Außenkanten der Füße an dich ran, dass du die Knie gefühlt zu deinen Achselhöhlen ziehst. Spür den Stretch, du kannst hier auch ein Bein nach dem anderen strecken, wie du möchtest. Und dann mach dich nochmal ganz klein, bring dein Kinn zwischen die Knie, atme ein und ausatmen, komm in dein Shavasana. Streck die Füße von dir weg, öffne die Handflächen nach oben, schließ die Augen und lass den Atem los. 2 Minuten Stille nur für dich. Nutz die Zeit, um wirklich loszulassen, um einfach nur zu sein. Es gibt nichts zu tun.
Nimm hier langsam einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Und für die Ausatmung öffne den Mund und lass es raus. Sehr gut. Fang an, die Fingerspitzen, die Zehenspitzen zu bewegen. Vielleicht mach dich einmal lang, streck dich aus und dann zieh die Knie zur Brust und roll dich auf deine Lieblingsseite. Lass die Augen noch geschlossen. Nimm dir Zeit. Mit geschlossenen Augen drück dich in eine aufrechte, sitzende Haltung. Die Wirbelsäule gerade ausgerichtet. Atme ein, bring die Hände über die Seiten nach oben. Mit der Ausatmung ziehe die Hände vor die Brust. Bring die Hände zwischen die Augenbrauen für klare Gedanken, zu deinem Mund für wahre Worte und zu deinem Herzen für aufrichtige Intentionen. Bedanke dich bei dir selber, dass du dir die Zeit zum Üben genommen hast. Namaste. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, der Flow hat dir gefallen. Falls ja, dann gib mir gerne einen Daumen hoch, schreib einen Kommentar mit deinen Wünschen für die nächsten Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal.